Hallo Freunde, ich habe was gefunden, was ganz was Schönes. Wurde heute online gestellt. Dann schauen wir sie gleich an. Den Hintertraktor kenne ich vielleicht schon manche, der ist vor ein paar Tagen gekommen, das ist ein 8080 Turbo. Das neue ist der Steyr Kompakt. Wenn sich wundert mit der komischen Bereifung, das ist die Pflegebereifung, die ist nicht original drauf, aber die gibt es dazu im Shop zum Kaufen. Mit Fronthydraulik, Aufnahme für einen Frontlader, einen Aloe-Frontlader. Ja. 40 km/h schnell, er hat keine IC-Steuerung, er ist auch kein Moralistic, sondern ein normaler. Moralistic hätte ich mich mehr gefreut, aber ist egal. So ist es auch schon in Slowenien gebaut worden. Keine Ahnung, was aus Deutschland. Also wenn das stimmt, was da hinten drauf steht, ist in Slowenien gebaut worden. Hoppala, ich würde das eigentlich gar nicht einsteigen. Aber wenn wir schon dabei sind, ist egal. Also, wie gesagt, Fronthydraulik, Heckhydraulik und Frontlader. Den Frontlader habe ich leider Gottes nicht, den haben wir noch nicht runtergelohnt. Der ist nicht dabei, den müsst ihr euch selber überladen. Aber ist normal keine Tragik. Zum Starten, zuerst vorglühen und dann zündung. Er lässt es wirklich super fahren. Ja, und innen nichts Besonderes, ist zwar die Digitalanzeige ist nicht animiert, aber dafür, wenn man die Beleuchtung einschaltet, leuchtet das auch schon mit. Moment, wo war da? Absicht vorne, Taste 5. Ah, schaut euch das an. Also, da haben sie schon mitgearbeitet. Das ist super. Beziehungsweise, und na, rundumleuchten, bei der Rundumleuchten funktioniert es leider nicht. Egal. Er ist sonst wirklich tiptop, er hat auch innen alles, was man braucht, so wegen für so einen hübschen Traktor. Da steht irgendwas mit ZZ. Also, es dürfte wirklich von einem Tschechen gemacht worden sein. Er schaut wirklich super aus. Türen auf und zu machen, mit den Tasten, mit den Numpad-Tasten und Heckfenster, auch mit der Numpad-Taste. Hecklicht. Rundumlicht, auch schön animiert. Jo, jetzt fahren wir mal zum Reifenstapel. Also der rechte Reifenstapel ist der was original drauf ist. Die montieren wir jetzt da. Die schaut dann so aus mit der Originalbereifung. Und da gibt es halt noch zusätzlich die Zwillingsbereifung. Die was wir jetzt montieren werden. Die Pflegebereifung. Das ist nämlich wirklich das Supere. Haben so gemacht, Pflegebereifung macht man mit der Taste N und die Zwillingsreifung tut man mit der Taste M drauf. Was halt natürlich den Vorteil hat, dass man es nicht mehr lange stehen haben kann und auch nicht unbedingt was gut wie besonders zugefahren muss, dass man trotzdem beides kriegt. Das Gewicht ist ein bisschen übermäßig riesig ausgefallen, aber egal, damit es zum Pflug gut dazu passt. Aber auch nehmen wir das. Schöne Hydraulik, funktioniert super. Nein, da kann man nichts sagen, also das ist wirklich ein super Motor, wenn es mich fragt. Da hat sich wer wirklich bemüht bei dem Ding. Zack, und jetzt hat es wieder erhoben. Ja, also wirklich. Da hat sich wieder Mühe gegeben auf jeden Fall. Und die zwei habe ich nebeneinander gestellt, nur aus einem Grund. Ganz einfach, weil im Prinzip der 8080er eigentlich ein, ja, sagen wir, entfernter Vorgänger ist vom Kompakt. 8080er hat 72 PS, schauen wir uns jetzt im Shop an. Und der Kompakt 4095 hat, ich glaube, 97 PS, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ach ja, scroll. Irgendwann findet man, und zwar, da ist er. Da sieht man eben die Zwillingsbereifung und die Pflegebereifung. Da sieht man 97 besser, da habe ich recht gehabt. Ja, kostet 100 Euro pro Tag. Schöne Beschreibung dabei. Was ist mit dem Mehrfassungsgerät?
Ich finde, der ist wirklich gelungen. Also quasi neben dem 8080er, der was schon eine Empfehlung ist auf dem Modhoster, sag ich mal, da schaut er wirklich gut aus. Da kann man schön daneben stellen, dass man, da muss man nicht sagen, nein, der schaut nicht gut aus. Also das ist wirklich ein Top-Modell. Ja, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über Likes und Abos und ja, bis zum nächsten Mal.